Heute ist der Geburtstag unserer Freundschaft, Bro. Freundschaften haben keine Geburtstage. Haben sie doch. War ein ziemlich cooler Tag, als unsere Freundschaft geboren wurde. Was, Beastie? Bestester Tag meines Lebens, Bro. Du! Ich konnte dich vorher nicht leiden. Jetzt aber schon. Ich kann dich auch leiden. Cool, lass uns Volleyball spielen. Aber nur, wenn wir oben ohne spielen. Mach ich sowieso. Booyah! Und seit dem Tag sind wir beste Freunde. Schön, ihr seid Freunde, dafür gibt's aber keine Geburtstagsparty. Nur lebendige Sachen können Geburtstag haben und Freundschaft ist nichts Lebendiges. Und wie nennst du dann das? Wo ist das Ding hergekommen? Hast du nicht zugehört? Das ist unsere Freundschaft. Geboren am oben ohne Volleyballtag. Freundschaften werden nicht wortwörtlich geboren. Doch, wortwörtlich. Guckst du? Kommt her, die Freundschaft, Freunde! Wenn so eine Kreatur geboren wird, wenn eine Freundschaft geboren wird, wieso habe ich dann bisher nie eine gesehen? Nun, ich glaube, dass das eine Frage ist, die du dir selbst stellen musst, Bro. Alles klar, Leute, bringen wir diesen Geburtstag ins Rollen! Geburtstag! Party! Geburtstag! Party! Geburtstag! Party! Geburtstag! Guten Morgen, Starfire! Was geht, Rafe? Robin, mein Bruder. Hallo. Hi. Schönes Wetter heute. Ja, genieß es. Soll wieder kälter werden. Oh, gut zu wissen. Da sollte man sich ein Mäntelchen zulegen. Was ist denn mit euch los? Ihr erzählt keine von den Witzen oder macht welche von den spontanen Tänzen. Wozu das denn? Ist ja nicht, als wären wir beste Freunde oder so. Eigentlich seid ihr das. Unsere Freundschaft! Sie flitzt bestimmt irgendwo hier rum. Ich such den Tower ab. Ich kann sie nicht finden. Sie muss ausgerissen sein, als wir uns auf den Kuchen gestürzt haben. Ja, genau so muss es gewesen sein. Na, du süße Maus, wollen wir zwei Freunde sein? Wie furchtbar! Wie furchtbar! Wenn ihr einen eurer üblichen Witze macht, zeigt sich vielleicht, dass eure Freundschaft noch genauso stark ist wie immer. Klopf, klopf. Wer ist da? Ich? Ich wer? Beast Boy? Ich bin Cyborg. Danke fürs Gespräch. Unsere Freundschaft ist wirklich weg, yo! Das geht aber nicht! Cinderblock ist auf freiem Fuß! Und wenn ihr beide euch nur wie Bekannte aufführt, ist das ein Störfaktor, wenn wir ihn fangen wollen. Wartet, wenn Freundschaften täglich geboren werden, müssen wir vielleicht nur Szenen aus eurer gemeinsamen Vergangenheit nachstellen. Und eine neue Freundschaft wird geboren! Diese Idee ist das Genie der LED-Lampe! Titans, go! Stellt Cyborgs und Beast Boys Freundschaft nach! Können wir uns nicht darauf einigen, dass manche eben mehr das eine und manche mehr das andere gut finden? Nein! Was er getan hat. Bleib ruhig. So genau können wir gar nicht sagen, wer es war. Hast du davon, wenn du dich auf die Burgerseite schlägst? Nein.
Wir haben echt die Nase von euch beiden voll. Das geht jetzt schon zu lange. Auf die Plätze. Fertig. Starren. Alarmstufe rot. Das ist ein Himmel- und Hölle-Spiel, das die kleinen Kinderlein spielen. Robin spielt Babyspielchen. Okay, yep, ich bin eben ein Baby. Kann ich jetzt noch nicht. Erst wollen wir unsere Zukunft erfahren. Du fängst an, Beastie. Wähl eine Farbe. Du kennst meine Farbe, Digga. G-R-Ü-Ü-Ü-Ü-N. Oh, wie ist meine Zukunft? Wie ist meine Zukunft? Bitte lass mich Millionär werden. Du wirst Starfire heiraten. Tja, trotzdem kann ich immer noch Millionär werden. Kann ich sie jetzt endlich wieder haben? Ich bin dran. B-L-A-U. Und meine Zukunft ist, du und Starfire werdet 7 Kinder bekommen. Was? Das könnte peinlich werden, da ich sie bereits heiraten werde. Das sind eigenartig Starfire-spezifische Vorhersagen. Das kommt, weil die Vorhersagen für mich sind. Starfire macht dich wohl ganz schön kirre, was? Ich bin nun mal dein Freund. Und ich esse auch liebend gern Kuchen. Wenn ich sag, ich will, sagst du Kuchen. Ich will. Kuchen. Ich will. Kuchen. Wenn ich sag, prima, sagst du Kuchen. Prima. Kuchen. Prima. Kuchen. Apfel. Blaubeer. Und manchmal. Irgendwas ist uns egal. Ich lieb Kuchen. Und ich lieb Kuchen. Wir la 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 lieben Kuchen. Jo, Digga. Warmer Kuchen. Ich brauch jetzt ein Stück. Japp, mein Geschenk wird ihm tierisch gefallen. Na, na, Jungs. Macht nicht so ein Fass auf. Ihr seid beide faul. Danke, Couchgeist. Ja, du bist der größte, Couchgeist. Der größte. Oh, es tut mir in der Seele gut, euch beide so relaxed an diesem faulen, trägen Sonntag zu sehen. Ich bin sowas von am Relaxen, Mann. Niemand kann so gut relaxen wie wir, stimmt's, Couchgeist? Allerdings, Baby, wolltet ihr noch mehr relaxen, müsstet ihr schon tot sein. Tot. Jetzt hört mal kurz auf die Couch. Es gibt Leute, die euch eure Faulheit nehmen wollen. Lasst das aber nicht zu. Trotz Faulheit dürft ihr niemals zu faul sein, um für euer Recht auf Faulheit einzutreten. Kapier ich nicht. Kommt noch, wenn... Oh, ich muss jetzt in die Koje. Ciao, Babys. Was ist mit euch los? Wieso wollt ihr gar nicht aufstehen? Faulenzer Sonntag, Mann. Es ist Dienstag. Nicht mein Problem. Dann macht wenigstens Platz für alle anderen. Geht leider nicht, Mann. Zu gemütlich. Ja, rutsch rüber. Macht zu viel Mühe, Baby. Das ist doch lächerlich. Wir mögen die Couch auch, aber ihr macht euch da voll breit. Was erwartest du denn? Heute ist Faulenzer Sonntag. Es ist Dienstag! Sehe ich aus wie ein Kalender oder was? Sieh's ein. Du kriegst uns nicht runter von der Couch. Niemals. Wer will das Chili? Chili? Ich liebe Chili. Ich will das Chili. Aber es ist so weit weg. Und mein Po sitzt so gemütlich. Das Chili riecht aber so gut. Zwickmühle, Mann. Ich hab einen Plan. Wir rasen in die Küche. Ich schnapp mir das Chili, darf es in deinen Vogelschnabel. Du fütterst mich dann wie ein Vogelbaby und wir sind zurück auf der Couch in 5,23 Sekunden. Das war mal ein gutes Chili. Wir wurden ausgeraubt! Wo ist die Couch hin? Ich hab sie dem Gemeindezentrum geschenkt. Keine Couch, keine Faulenzer-Sonntage. Ich hoffe, das geht nicht ewig so weiter. Das ist bloß der Anfang. Es gibt 5 Phasen der Trauer. Phase 1, Verleugnung. Boah, die Couch ist ja so gemütlich, Mann. Ich bin echt froh, dass die Couch noch da steht, wo sie immer gestanden hat.
Phase 2. Ärger. Ich bin stinksauer! Ja. Mir geht das ganz genauso! Ja. Phase 3. Verhandeln. Bitte, 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 bring sie zurück. Wir setzen uns auch nie wieder drauf. Nein. Wie wär's, wenn wir... Nein. Und wie wär's, wenn Nein. wir... Nein! Und jetzt raus! Phase 4. Depression. Ich vermisse dich so. Wieso? Phase 5. Akzeptanz. Lebt wohl, kleine Kissen. Ach, du auch, klebriger, eigenartiger Fleck. Ja, war schön mit euch. Sie bietet Pizza in 30 Minuten geliefert oder es ist gratis. Hey, Pizza. Hey, Pizza! Oh Mann, ich will aber nicht für Pizza zahlen. Vielleicht müssen wir das ja überhaupt nicht. Warte, was hast du? Ich nehme eine halb vegane, halb superfleischige Pizza, bitte. Vielen lieben Dank. Jetzt sieh mal genau hin. Wenn er hier vom Laden in der Main Street losfährt... Und das Tempolimit nicht überschreitet, selbst wenn man die Abkürzung mit einberechnet... Dann kann der Trottel nie in unter 30 Minuten hier sein. Auf keinen Fall kann der Trottel in unter 30 Minuten hier sein. Auf keinen Fall kann der Trottel in unter 30 Minuten hier sein. Ja, Mann, so läuft das ab. Hey, Pizza. Oh, Mann. Trinkgeld! Oh, ein Krampfgeschwader. Was kann ich für Sie tun? Wir möchten den netten jungen Mann sprechen, der die Seniorenfreizeitstätte baut. Oh, ja. Yo, Robin! Ist für dich! Auf keinen Fall kann der Trottel sie noch mal pünktlich liefern. Alter! Hast du dich gerade in die Ampelschaltung gehackt? Merk dir meine Worte, Bro. Der Pizza-Heini wird niemals in unter 30 Minuten hier sein. Niemals! Das Spiel geht los. Kannst du die Zugbrücke hochziehen? Hey, Pizza! Mann! Wollen wir lieber aufgeben? Es geht um eine Gratis-Pizza, Alter. Was denkst du?